waren mal drei Brüder. Sie spazierten in einem Wald. Da kamen sie an einer Lichtung. Da war ein Brückenteil. Da kam das andere Brückenteil geflogen. Die Teile fügten sich zusammen und die Brücke klappte sich auf. Der Tod angelte Leichen. Und warf sie in eine Höhle. Der Tod ging auf die Brücke und als er oben war, wackelte er ein bisschen und rutschte aus und schrie: Aua! Der Tod war sehr beeindruckt von diesem Brückenzauber, obwohl die Brüder die Brücke gar nicht verzaubert hatten. Der Tod kam zu den Brüdern und fragte sie, ob sie Wünsche hätten. Der älteste Bruder wünschte sich eine Angel, mit der er Tunnel zum Leben erwecken und Leichen auf dem Fluss angeln konnte. Der zweitälteste Bruder wünschte sich eine Glücksbrücke. Da kamen sie schon angeflogen. Der dritte Bruder zögerte eine Weile, aber dann sagte der dritte Bruder: Ich will einen Bogen, der immer Glück bringt und immer trifft. Die Brüder freuten sich sehr und bedankten sich beim Tod. Der Tod verabschiedete sich von den Brüdern. Aber die Brüder waren so glücklich, dass sie dem Tod noch ein Haus schenken wollten. Auf einmal kam das Haus auf den Tod geflogen. Er wirft es weg, weil er so stark ist. Sie verabschiedeten sich und gingen zu einer anderen Stadt. Und da war auch der Tod und das wussten sie nicht. Um zu einem Mantelladen zu kommen, gingen sie über eine Brücke. Zwei von ihnen fielen runter und einer verlor die Hose. Sie kletterten hoch und einer holte seine Hose noch wieder. Die drei Brüder gingen weiter und da kam der böse Tod aus der Ecke vom Haus geschossen mit seinem Ross. Da brachte er den Verkäufer um, damit er die Brüder besser fangen konnte. Die Brüder flogen in die Luft, um den Verkäufer zu retten, schafften es aber nicht. Dann landeten sie neben den Tod und zauberten sich Waffen, um den Tod zum Kampf zu zwingen. Sie bezwangen den Tod und weil der Tod das Pferd mit Magie kontrollierte, starb es auch. Ende.